Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in dieser idyllischen Kulisse. Wir sitzen hier am Teich, wir haben Fische da drin, die ab und zu auch mal springen. Und ich freue mich, dass ich meinen heutigen Gast auf seine Österreich-Reise treffen kann. Doug Batchelor ist Buchautor, Pastor und er ist der Präsident des internationalen Mediendienstes Amazing Facts, was so viel heißt wie erstaunliche Tatsachen. Und erstaunlich ist auch seine Lebensgeschichte und darüber möchte ich gerne mit ihm reden. Herzlich willkommen. Welcome, Doug Batchelor. Willkommen, Doug Batchelor. Vielen Dank, Gabi. Von außen betrachtet müsstest du eine sehr glückliche Kindheit gehabt haben. Dein Vater war ein Magnat in der Luftfahrt und deine Mutter war im Showgeschäft tätig. Kreativität, Geld war da, Leben. Was lief falsch? Ich glaube, es ist eine Illusion, zu glauben, dass Glück von viel Geld oder Popularität abhängt. Denn es gibt so viele Menschen auf der Welt, die, wenn sie genau das erreicht haben, also Reichtum oder Ruhm, eine innere Leere feststellen. Ich wuchs in dieser Familie auf. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich noch sehr klein war. Mein Vater trank sehr viel Alkohol, weil er wirklich sehr unglücklich war. Obwohl Millionen auf seinem Bankkonto lagen, war er innerlich leer. Meine Mutter kämpfte um Anerkennung und Ruhm. Viele Menschen in Hollywood nehmen Drogen. Meine Mutter war leider keine Ausnahme. Sie trank und nahm Drogen. Ich stellte fest, dass sie sehr unglücklich waren. Ich bin in keinem christlichen Elternhaus groß geworden und merkte, dass das Leben keinen Sinn hat. Wenn man mit viel Geld und Ruhm nicht glücklich wird, was bitteschön ist dann der Sinn des Lebens? Menschen sind trotzdem unglücklich. Ich habe viel über Selbstmord nachgedacht. Was hat dir gefehlt? Hast du genau gespürt, was dir in deinem Leben fehlt, in dem Alter? Ja, ich glaube, es war eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Meine Eltern sehnten sich enorm nach Ruhm und Anerkennung, sodass mein Bruder und ich das Gefühl hatten, nicht viel Aufmerksamkeit von ihnen zu bekommen. Wir waren also wie das fünfte Rad am Wagen, weil unsere Eltern mit ihrer Karriere beschäftigt waren. Es fehlte Annahme und Liebe. Schon mit 5 Jahren schickten sie mich auf die Militärschule. Ich habe viele verschiedene Schulen besucht. Das ist sehr früh. Wie alt warst du, als deine Eltern sich scheiden ließen? 3. Du hast also nicht wirklich Familienleben genießen können. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie viel Zeit miteinander verbracht haben. Wenn sie zusammen waren, haben sie sich viel gestritten. Kannst du dich daran erinnern? An eine Sache kann ich mich ganz dunkel erinnern. An die Atmosphäre? Ja. Du hast verschiedene Schulen besucht. Warum? Kamen sie nicht zurecht mit dir? Ein Grund dafür, warum ich 14 Schulen besucht habe, ist, weil mein Vater aus beruflichen Gründen nach Miami und meine Mutter nach New York City zog. Ursprünglich lebten wir in Kalifornien. Einerseits lag es also an den Umzügen, andererseits geriet ich immer wieder in Schwierigkeiten. Welche Art Schwierigkeiten? Ich habe den Unterricht gestört oder habe meine Aufgaben nicht gemacht. Das war unterschiedlich. Manchmal habe ich gekämpft, manchmal war ich aufmüpfig den Lehrern gegenüber. Ich war ein problematischer Schüler. Glaubst du, dass du nach Aufmerksamkeit gesucht hast, die du von deinen Eltern nicht bekommen hast? Ja, ich bin mir sicher, dass das war. Jetzt im Rückblick kannst du vieles analysieren, aber damals war dir das möglicherweise nicht klar. Man sucht nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist man auch frustriert, weil man nicht den Sinn des Lebens sieht. Du hast auch erwähnt, dass du über Selbstmord nachgedacht hast. Warum? Meine Mutter war Jüdin, auch wenn sie ihren Glauben nicht praktizierte. Sie war mehr oder weniger Agnostikerin. Mein Vater war Baptist. Nach dem Zweiten Weltkrieg fragte er sich, warum es so viel Leid gibt, wenn da ein Gott ist. Deshalb hat er sich mehr oder weniger von Gott distanziert. Man kann also sagen, dass meine Erziehung atheistisch geprägt war, glaubend, dass wir aus niederen Wesen entstanden sind und dass das Leben wirklich keinen Sinn hat. Ich war der Meinung, wenn man stirbt, wird man einfach wieder zur Erde. Und wenn Menschen unglücklich sind, macht es doch keinen Sinn, weiterzuleben. Warum das Ganze dann nicht einfach beenden?
Ein anderer Grund dafür war, und ich weiß, dass das verrückt klingt, ich wollte die Aufmerksamkeit meiner Eltern. Das macht absolut keinen Sinn, denn wie soll man die Aufmerksamkeit seiner Eltern bekommen, wenn man sich umbringt? Aber ich dachte mir, die letzte Tat in meinem Leben soll etwas sein, das sie wahrnehmen müssen. Weißt du, manchmal machen die Gedanken eines Kindes oder Jugendlichen keinen Sinn. Was hat dich davon abgehalten? Du lebst heute immer noch. Für mich ist das ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich war einige Male kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Ich war zum Beispiel in New York City bei meiner Mutter, die in einem Hochhaus lebte. Ich ging auf das Dach des Hauses, es hatte 20 Stockwerke. Ich stand am Rand und testete, wie weit ich mich nach vorne beugen kann. Ich habe oft daran gedacht, einfach zu springen. Allerdings hatte ich Angst davor, den Sprung zu überleben, dadurch nur zum Krüppel zu werden und noch mehr zu leiden. Meine Mutter nahm Schlaftabletten. Eines Tages war ich in ihrem Bad und nahm mir die Tabletten. Sie war nicht zu Hause. Ich wollte sie schlucken, schlafen gehen und nie wieder aufwachen. Ich glaube, dass jeder schon mal darüber nachgedacht hat, schlafen zu gehen und nicht wieder aufzuwachen. Folgendes hat mich davon abgehalten, die Tabletten zu nehmen. Ich war 13 Jahre alt. Auf der Flasche stand nicht Schlaftabletten, sondern Valium. Und ich fragte mich, was ist das? Ich war mir nicht sicher und dachte, dass das vielleicht Tabletten für Frauen sind. Und vielleicht werde ich davon nur krank. Das wollte ich nicht. Ich wollte sterben. Ich habe meinen Selbstmord immer wieder verschoben, weil ich wusste, umbringen kann ich mich jederzeit. Wenn man einmal Selbstmord begangen hat, gibt es kein Zurück. Stimmt. Wenn man erfolgreich ist, hat man nur einen Versuch. Also dachte ich mir, dass ich es ja um einen Tag verschieben kann. Dann vielleicht verpasse ich morgen sonst etwas Interessantes. Du warst also irgendwie doch neugierig auf das Leben. Selbstmord zu begehen beinhaltet, lebensmüde zu sein, das Leben satt zu haben. Aber du warst trotzdem noch neugierig. Du könntest etwas verpassen. Ein Teil von mir war sehr müde und wollte einfach nur schlafen. Ein anderer Teil war extrem abenteuerlustig. Ich wollte noch ein paar Dinge erleben. Und wenn ich mich umbringe, geht das nicht mehr. Stimmt. Zum Teil war es meine Neugierde, die mich am Leben gehalten hat. Ich dachte mir, wenn ich sterbe, dann auf aufregende Art und Weise. Sterben bei einem Fallschirmsprung oder in einem Rennwagen oder etwas anderem Aufregendem. Und die Menschen würden es auch wahrnehmen. Ja, und ich dachte, das klingt heroischer. Über mich würde man sagen, er starb bei einem Fallschirmsprung. Das klingt besser als, er starb an einer Überdosis Schlaftabletten. Von da an führte ich ein sehr leichtsinniges Leben. Du hast erwähnt, dass du mehrere Schulen besucht hast. Teilweise, weil deine Eltern umgezogen waren, aber auch, weil du von der Schule flogst. Das waren sehr unterschiedliche Schulen. Du hast die Militärschule erwähnt und dann gab es eine Schule mit nur einer einzigen Regel. Man konnte machen und lernen, was man wollte. Hast du irgendeine dieser Schulen gemocht, also mehr oder weniger? Rückblickend ja. Ich habe zwei verschiedene Militärschulen besucht. Die eine war in Kalifornien. Die andere hieß New York Militärakademie. Ich kam dorthin kurz nachdem Donald Trump dort seinen Abschluss gemacht hatte. Teilweise hat es mir dort gefallen. Es lief alles geordnet ab. Die Schule hatte Strukturen. Und das habe ich gebraucht in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, Freunde zu haben. Da waren so viele Jungs. Dort habe ich wertvolle Freundschaften geknüpft. Dann ging es auf eine katholische Schule. Warum bist du nicht auf dieser Schule geblieben, wenn es dir dort gefallen hat? Weil es keine Mädchen auf dieser Schule gab. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich meiner Mutter gesagt, ich kann nicht mehr auf diese Schule gehen. Okay. Ich möchte auf eine Schule, in der es auch Mädchen gibt. Also ging es auf eine jüdische Schule. Ich wechselte also häufig die Schule, weil meine Eltern versuchten, Antworten für mich zu finden. Ich habe zwei verschiedene katholische Schulen besucht. Danach ging es auf zwei verschiedene jüdische Schulen. Sie waren sehr unterschiedlich. Und manchmal habe ich verschiedene Schulen besucht, weil meine Mutter meinen Vater ärgern wollte. Mein Vater wurde wütend, wenn meine Mutter mich auf eine jüdische Schule schickte. Sobald ich bei meinem Vater war, schickte er mich auf eine katholische Schule, um meine Mutter zu ärgern. Das ist verrückt, ich weiß, aber so lief es ab.
Waren Sie deiner Meinung nach darum bemüht, dein Leben auf positive Art zu beeinflussen, so in Ihrer eigenen Art und Weise? Ja, wobei mein Vater glaubte, dass das nichts mit Religion zu tun habe. Er dachte, katholische Schulen haben die besten Lehrer. Meine Mutter war sehr loyal gegenüber der jüdischen Kultur. Ihr ging es also nicht um den Gott-Teil. Sie wollte einfach, dass ich nicht meine jüdischen Wurzeln vergesse. Ich glaube, dass das einige ihrer Gedanken waren. Sehr komplex. Alles ein bisschen anders. Du bist ein paar Mal weggelaufen. Warum hast du das gemacht? Wonach hast du gesucht? New York City ist eine sehr geschäftige Stadt. Aber dort lebten wir. Als kleiner Junge, ich war 7, 8 Jahre alt, habe ich auf der Straße in Manhattan auf der 42. gespielt. Gemeinsam mit meinem Bruder. Unvorstellbar, ich weiß. Heute denke ich, das würde ich auf keinen Fall mehr machen. Da gab es was, das hieß Penny Arcade, heute bekannt als Spielhalle. Dort gab es viele verschiedene Spielautomaten. Also gingen wir dorthin und gerieten in Schwierigkeiten. Aber wir waren auf der Suche nach einem Sinn. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass mein Bruder mit einer tödlichen Krankheit auf die Welt gekommen ist. Und zwar mit Mukoviszidose. Und das erschwerte unser Familienleben natürlich sehr. Inwiefern hat ihn das beeinträchtigt? Diese Krankheit beeinflusste seine Atmung und sein Wachstum. Er hatte damit zu kämpfen. Er war älter als ich, aber ich war genauso groß wie er. Er stand unter medizinischer Beobachtung und brauchte sehr viel Fürsorge, nahm viele Medikamente. Manchmal habe ich mich dann wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt, weil mein Bruder... Er hat all die Aufmerksamkeit bekommen. Das war mein Gefühl. Er brauchte sie allerdings auch. Aber als Kind fühlt man sich dann vernachlässigt. Heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin. Dein Bruder heißt Falcon, das ist ein ungewöhnlicher Name, oder? Dadurch, dass mein Vater in der Flugbranche tätig war, haben mein Bruder und ich Namen von Flugzeugen bekommen. Mein Name ist bekannter, Douglas, nach dem Flugzeugtyp DC, Douglas McDonald. Mein Bruder wurde Falcon genannt, Falcon Bachelor. Und im Englischen ist das ein sehr lustiger Name, weil es nach einem unverheirateten Vogel klingt. Unverheirateter Falke. Damit wurde er sehr oft aufgezogen. Das hat nicht sehr geholfen, oder? Das hat sein Leben noch schwieriger gemacht. War dein Bruder auch auf der Suche nach Abenteuern und eher rastlos? Oder war er innerlich ruhiger und hat sich mehr um seine eigene Gesundheit gekümmert? Wir beide waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich war meiner Mutter ähnlicher und mein Bruder meinem Vater. Er war ausgeglichener, ein besserer Schüler, war zuverlässig und dadurch ein bisschen sorgenfreier. Wir hatten sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Er hat hellrotes Haar, ich habe gar keins. Er braune, ich blaue Augen. Ein und dieselben Eltern, aber doch sehr unterschiedlich. Kommen wir noch einmal darauf zurück, dass du immer wieder weggelaufen bist. Warum hast du das gemacht? Vielleicht kannst du das heute leichter analysieren als damals. Ich war auf der Suche nach Frieden. Ich erinnere mich noch an ein Buch, das ich gelesen habe. Es hieß »Meine Seite des Berges«. Darin ging es um einen Jungen, der weglief und ein Jahr lang in einem Baum lebte. Und obwohl das nur eine Geschichte war, inspirierte sie mich. Das wollte ich auch machen. Ich wollte auch in einem Baum leben. Ich habe das nie gemacht. Aber ich habe eine Zeit lang im Wald gelebt und in einer Höhle. Die Stadt war so hektisch. Ich war auf der Suche nach Ruhe und Frieden. Freiheit? Ja, ich wollte nicht, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Ich war ein rebellischer Jugendlicher. Kannst du deine Gefühle von damals beschreiben? Es war eine Kombination. Einerseits wollte ich weg, um die Abenteuer des Lebens erleben zu können. Andererseits war ich verletzt, weil ich das Gefühl hatte, dass mich keiner wirklich liebt, weil meine Eltern so beschäftigt waren. Ich war damit beschäftigt, Bestätigung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, eine meiner größten Herausforderungen war, dass ich dachte, dass das Leben keinen Sinn hat. Ist das alles einfach nur ein großer biologischer Scherz oder hat das Leben einen Sinn? Ich war frustriert, wollte wissen, warum ich hier bin. Warum existiere ich? Diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Warum bin ich hier? Warum existiere ich?
Warum bist du immer wieder zurückgekommen? Du bist weggelaufen und dann irgendwann wieder nach Hause gekommen. Als ich 13 Jahre alt war, lief ich das erste Mal weg. Ich wollte damals einfach im Wald leben. Also bin ich in den Wald gegangen, im Norden von New York. Doch ich fühlte mich so einsam, dass ich meine Mutter anrief. Das war das einzige Mal, dass ich freiwillig nach Hause gegangen bin. Das zweite Mal bin ich mit einem Freund weggelaufen. Und der einzige Grund, warum ich wieder nach Hause ging, war, weil die Polizei uns nach ein paar Tagen fand und wieder nach Hause brachte. Und daraufhin schickte meine Mutter mich zu meinem Vater. Sie haben euch einfach auf der Straße gefunden oder wie haben sie euch erwischt? Wir sind zu dritt weggelaufen. Einer ist zurückgegangen und ihn haben sie dann gefragt, wohin wir gehen. Also hat er ihnen erzählt, wo David und ich hin wollten. In einem Zug auf dem Weg nach Mexiko haben sie uns dann geschnappt. Warst du sauer auf deinen Freund? Ja, wir waren sehr enttäuscht von Victor. Er wurde geschnappt und wir schließlich auch. Hat die Polizei euch dann zurückgebracht? Ja, die Polizei hat uns zurückgeschickt. Wir waren noch nicht ganz in Mexiko. Ich habe vergessen, wo genau. Wir waren auf jeden Fall im Zug, als sie uns geschnappt haben. Sie haben uns dann in ein Flugzeug zurück nach New York gesetzt. Als wir aus dem Flugzeug stiegen, sind wir über die Absperrung gesprungen und wieder weggelaufen. Wir wollten nicht gefasst werden. Wo seid ihr denn hingegangen? Dann hat es uns in die Berge oberhalb von New York verschlagen. Einige Menschen haben uns dabei beobachtet, wie wir in die Stadt kamen und wieder gingen. Sie dachten sich, dass wir Ausreißer sind und haben die Polizei informiert. Und so wurden wir wieder festgenommen. Und wieder nach Hause geschickt? Meine Mutter hat mich vom Flughafen abgeholt. Nicht mit nach Hause genommen, sondern direkt zu meinem Vater geschickt, weil sie nicht mehr mit mir klarkam. Also ging es nach Florida. Hast du später irgendwann mal mit ihr darüber geredet? Ja. Wie sie sich damals gefühlt hat? Es hat meine Eltern tief verletzt. Das war mir damals nicht bewusst, aber als Erwachsener, als ich dann eigene Kinder hatte, habe ich mich dafür entschuldigt, dass es manchmal nicht ganz leicht war mit mir. Wie ging es dann weiter, nachdem du dann bei deinem Vater warst? Er meldete mich an einer neuen, einer staatlichen Schule an. Ich wollte die Aufmerksamkeit meiner Freunde. Mein Vater lebte auf einer Insel in Miami Beach. Dort leben viele wohlhabende Menschen. Vielleicht hast du schon von Firestone-Reifen gehört. Ich ging mit Amy Firestone aus. Oder von Staubsaugern der Marke Hoover. Familie Hoover war eine unserer Nachbarn. Diese Millionäre lebten auf dieser Insel in Miami Beach. Mein Freund und ich begannen, Drogen zu nehmen. Aus Spaß fingen wir an zu klauen. Wir brauchten nichts, waren auf der Suche nach Abenteuern, unser Leben war leer und ich habe alles getan, um die Aufmerksamkeit meiner Freunde zu bekommen. Und? Hat es funktioniert? Ich habe zwar die Aufmerksamkeit meiner Freunde bekommen, aber ich war trotzdem innerlich immer noch leer. Ich war unglücklich. Letzten Endes wurde ich wieder verhaftet. Mein Vater war am Ende mit seinem Latein. Ich entschied mich, allein zu leben. Ich war erst 15 Jahre alt. Also machte ich mich von Miami auf den Weg nach Boston. Auf meiner Reise, ich war als Tramper unterwegs, lernte ich einen Vietnam-Veteranen kennen. Er hatte keinen positiven Einfluss auf mich. Er war ein professioneller Autodieb und so wurde ich in Diebstahl und Drogen verwickelt. Das Skurrile daran ist, dass während ich Diebstähle in Boston beging, arbeitete ich halbtags als Wachmann. Einige mögen sich jetzt vielleicht fragen, wie ich das gemacht habe. Ich hatte einen gefälschten Führerschein. Du warst erst 15 Jahre alt. Ja, ich war erst 15. Aber da stand, dass ich schon 18 oder 19 war. Denn ich wurde 16, als ich all das tat. Ich hatte also einen Job als Wachmann, bewachte nachts Plätze und tagsüber klaute ich. Aber ich habe nie etwas von Menschen geklaut, für die ich als Wachmann arbeitete. Du hast sie also nicht ausspioniert und bist tagsüber zu ihnen zurückgekehrt? Ich bewachte Baustellen. Da konnte ich nicht wirklich etwas klauen. Nein, das ist nicht so spannend. Als ich in Boston war, habe ich einen Freund getroffen, der auch Wachmann war. Er war ein sehr spiritueller Mensch. Er fand heraus, dass ich tagsüber klaute.
Ich fragte ihn, ob er mich verraten würde. Nein, das werde er nicht tun. Gott sehe, was ich tue, und mein Karma werde mich einholen. Er war ein Anhänger der östlichen Religionen. Und, war das der Fall? Ja. Inwiefern? Ich wusste nicht einmal, was das Karma ist. Er sagte, dass das Karma ein Gesetz des Lebens sei, dass was immer man tue, es auf einen zurückfällt. Wenn du Gutes tust, fällt es auf dich zurück, wenn du Schlechtes tust, auch. Ich antwortete, dass es keinen Gott und kein Karma gäbe. Ich klaute einen Fernseher, wurde ihn los und nichts passierte. Er sagte, ich werde schon sehen. Ein paar Tage nach diesem Gespräch wachte ich morgens in meiner Wohnung in Boston auf und die Tür war einen Spalt geöffnet. Ich stand auf und sah, dass mein Fernseher weg war. Und mein Radio. Ich war sauer und rief die Polizei. Ich wollte, dass sie die Diebe finden, die bei mir eingebrochen waren. Mir wurde bewusst, dass alles, was ich tat, nach hinten losging. Es holte mich ein. Ich stahl, während ich trank oder unter Drogen stand. Auch meine Freunde waren Diebe und stahlen von mir. Oder ich beging betrunken einen Diebstahl, versteckte das Diebesgut und wusste am nächsten Morgen nicht mehr, wo die Sachen waren. Ich erinnere mich an einen Diebstahl. Es war sehr gefährlich. Ich wurde verfolgt und man hätte mich fast erwischt. Ich hatte eine Stereoanlage geklaut. Als ich nach Hause kam und sie anschloss, merkte ich, dass sie kaputt war. Ich riskierte mein Leben nur, um eine kaputte Stereoanlage zu klauen. Ich dachte darüber nach, dass das kein Zufall sein kann. Ich merkte, dass alles, was ich tat, falsch lief. Und ich könnte immer weiterreden und dir noch viele kleine Anekdoten erzählen. Was mich letzten Endes davon überzeugte, dass es einen Gott gibt, war eine kleine Sache. Ich ging zu jemandem nach Hause und nahm einen Karton mit, in dem verschiedene Sorten von Pancakes waren. Hattest du Hunger? Eigentlich nicht, aber als sie den Raum verließen, öffnete ich ihre Schränke. Und dort sah ich diesen noch verschlossenen Karton und dachte mir, das könnte ich gebrauchen. Und nahm es. Einfach verrückt. Auf dem Karton stand der Preis 1,19 $. Das war, bevor es den Barcode gab. Zu der Zeit war es ein blauer Stempel. Noch am selben Tag kamen einige Freunde zu mir, als ich nicht da war. Sie nahmen einen noch unverschlossenen Kanister Orangensaft und tranken ihn aus. Auf diesem Kanister war ein Stempel. 1,19 $ stand da. Ich kam nach Hause und sah den Karton mit den Pancakes für 1,19 $, sowie den Kanister Orangensaft auch für 1,19 $. Da dachte ich mir, es muss einen Gott geben. Daraufhin habe ich mich mit verschiedenen Religionen befasst. Irgendwann warst du mal das Leben auf der Straße leid und bist in eine Höhle gezogen. War das Teil deiner Suche nach etwas Höherem? Gefunden habe ich diese Höhle, als ich mit 15 durchs Land gereist bin. In meinem Hinterkopf war immer der Gedanke, dass ich dort leben möchte, dass ich auf diese Art und Weise leben möchte. Aber in der Zwischenzeit war ich in Boston und habe mich mit diesen östlichen Religionen beschäftigt. Ich habe versucht, einen Sinn zu finden. Mein Vater kam, um mich in Boston zu besuchen. Er flehte mich an, wieder zur Schule zu gehen. Mein Bruder sei krank. Er habe ein Unternehmen und eine Schule für mich gefunden, die auf einem Schiff ist. Sie segelt um die ganze Welt. Und es gibt auch Mädchen auf diesem Boot. Es gibt zwei Schiffe, die nebeneinander hersegeln. Die Schule hieß Flint-Schule im Ausland. Er flehte mich einfach nur an, wieder zur Schule zu gehen. Schließlich erklärte ich mich dazu bereit. Also verließ ich Boston, mein Vater brachte mich nach Italien und ich ging an Bord, um wieder zur Schule zu gehen. Und er hatte recht. Es war eine Schule auf einem Schiff, das um die ganze Welt segelt. Und so ging ich an Bord. Nachdem mein Vater mich dort abgeliefert hatte, merkte ich, dass er mich etwas hintergangen hatte. Wie? Diese Schule war wie geschaffen für Kinder von Politikern oder Millionären auf der ganzen Welt, die ihre Kinder aus einem negativen Umfeld rausholen und von Drogen wegbekommen wollten. Sie sollten in einer Umgebung leben, in der man besser auf sie aufpassen konnte. Dort wurde man unterrichtet in Wirtschaft und Atheismus. Einige dieser Jugendlichen waren Mitglieder einer Sekte. Und durch den Besuch dieser Schule wollte man sie isolieren. Mich hat das geärgert, denn wir lernten, dass Darwin ein Held war. Der einzige Sinn im Leben ist, beruflich erfolgreich zu sein.
Zu der Zeit meditierte ich regelmäßig, dachte über mein Leben nach und wollte Gott finden. Einen tieferen Sinn? Ja. Lass mich raten, du bist weggelaufen? Nein, ich konnte nicht weglaufen von der Schule, denn sie bewahrten deinen Pass auf. Oh nein! Wenn man dann zum Beispiel in der Türkei verhaftet wird, hast du große Probleme. Damit haben sie uns Angst gemacht. Aber ich habe es geschafft, zu entkommen. Ich bin nicht zum Unterricht gegangen. Wenn man sich auf der Militärschule daneben benahm, wurde man geschlagen. Aber an dieser Schule ging das nicht. In Boston hatte ich einen Job, mein eigenes Apartment, war für mich selbst verantwortlich und jetzt war ich wieder Schüler. Und das hat mich geärgert. Also habe ich den Unterricht geschwänzt, nicht meine Aufgaben erledigt und für moralische Probleme auf dem Schiff gesorgt. Außerdem habe ich mich darüber geärgert, dass wir in Atheismus unterrichtet wurden. Ich glaubte daran, dass es einen Gott gibt. Ich war sehr spirituell und ich habe da was gelernt. Wir segelten von Nordafrika nach Spanien. Das war im Winter. Auf unserer Fahrt gerieten wir in einen heftigen Sturm. Die Wellen waren um die 7 Meter hoch. Sie schlugen ins Boot, Wasser kam ins Schiff, das Hauptsegel riss. Wir wissen, dass du überlebt hast. Erzähl uns die ganze Geschichte im zweiten Teil der Sendung. Ja. Würde ich gerne an dieser Stelle unterbrechen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist dann dein Weg in die Höhle. Auf dem Weg in die Höhle. Wir werden im nächsten Teil mehr darüber hören. Vielen Dank, Doug Batchelor. Wie die Geschichte weitergeht, wie Doug Batchelor in der Höhle landet, wie sein Leben dort aussieht und wie der Sturm sein Leben verändert hat, darüber gibt es mehr im nächsten Gespräch mit Doug Batchelor. Ich freue mich drauf.